Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es geht sofort weiter mit dem Let's Play, aber ich wollte vorab nochmal etwas zur Konzeption meiner Let's Plays erzählen, beziehungsweise zu dem Fazit. Auch weil ich eigentlich von Anfang an von dem abgewichen bin, was ich eigentlich machen wollte. Meine Fazits sind viel zu theorielastig geworden, was auch in einem größeren zeitlichen Aufwand resultierte. Die Idee war ja, die jeweiligen Spiele zu spielen und dabei zu dokumentieren, welche Markierungen in Videospielen verwendet werden und wozu. Im anschließenden Fazit soll dann nochmal kurz zusammengefasst werden, was mir zu diesem Thema so aufgefallen ist, beziehungsweise welche Fragestellungen sich aus den Beobachtungen ergeben. So ein kleines Oh, da war ja was, was auch einen Dialog mit euch ermöglichen soll. Eine Interpretation dieser Beobachtungen ist dann ein ganz anderer Schritt, der im Fazit eigentlich nichts zu suchen hat, auch wenn es mir schwerfallen wird, mich zurückzuhalten. Die Zeit, die ich dadurch einspare, hoffe ich dann in weitere Video-Essays stecken zu können. Das ist dann der Ort, an dem ich mich austoben kann mit meinen Interpretationen, mit der Analyse und auch mit Bezug zur Theorie. Gerade zu diesem Thema würde mich sehr interessieren, wie ihr dazu steht, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, und ohne weitere Unterbrechung geht es nun los mit Far Cry 2 Let's Play Nummer 8. So, und weiter geht es. Wir haben das letzte Mal ja tatsächlich ein bisschen Story erleben dürfen. Es ist vorangegangen und unser guter Freund Paul und Alenka sind leider von uns gegangen. Dafür haben wir Zivilisten gerettet. Ein Übel mussten wir uns aussuchen. Und ich sehe auch schon direkt den ersten Diamantenkoffer in der Nähe. Den sollte ich natürlich nicht ignorieren. Das Klima wird rauer. Wer weiß, wohin uns die nächste Mission führt. Ah, bitte. Ah, das war ja gar nicht so schwer. Ich würde jetzt sehr interessieren, wie es weitergeht. Ob es nach dem gleichen Schema eben weitergeht, dass wir jetzt wieder einen Anführer der nächsten Partei töten. Boah, ne, wir hatten ja schon den einen Anführer getötet und jetzt als Resultat den anderen. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Ich sehe... Ah... Es geht auf eine unbekannte Map. Beziehungsweise auf ein Gebiet, was nicht in unserer bekannten Map kartografiert ist. Da lag eine Waffe rum. Ja, das nehme ich mir doch. Der Sinn und Zweck des Mörsers hat sich mir noch nicht so richtig erschlossen. Keine Ahnung, wie ich damit zielen soll. Da komme ich nicht durch. Doch. Thank you.
Ach, wir sind, glaube ich, sogar hier jenseits der Map gestartet. Ui. Das sieht doch interessant aus. Ist das vielleicht sogar ein... Ach. Das war, glaube ich, einfach die Hütte, in der wir den Schakal getroffen haben. Aber speichern ist ja mal nicht verkehrt. Ist so ungewohnt zu speichern ohne... dass ich schlafen muss. Obwohl, beim Waffenhändlern gab es es ja auch und bei den verschiedenen Parteien. Jetzt geht es in neue, unentdeckte Lande. Gucken, ob wir direkt die Karte haben. Aber wieder ein Diamant. Der muss natürlich gesucht und gefunden werden. Damit wir uns all die schönen Sachen kaufen können. Gleich dieses etwas schnellere Gefährt. Oh ja, es fühlt sich schneller an, auf jeden Fall. Oder bilde ich mir das ein, weil ich näher am Boden sitze? Oh nein, das ist natürlich kein Maschinengewehr, ne? Darf ich die nicht haben? Ist das eine FAL? Ist das FAL oder Fall? Ah! Ja, die hatte ich die letztes Mal schon gefunden. Ich weiß es nicht. Oh, die sieht aber ziemlich durch aus. Gegen meine quasi fast neue AK. Ich behalte, glaube ich, die AK. Sobald ich mich hier ein bisschen orientiert habe, kann ich die neue Waffe mal ausprobieren, die Fall. Aber im Moment bleibe ich lieber bei der Zuverlässigkeit der AK. Weil die ein nicht immer so zuverlässig war. Weil ich jetzt auch nicht drauf aufgepasst habe, ob es sich wesentlich verbessert hat, seitdem ich dieses Upgrade gemacht habe. Na, fährst du dann rum oder kommst du auch näher? Ah, da ist auch die neue Map. Da ist die Bushaltestelle. Das wird nicht mal. Oh, und ein Waffenhändler. Aber was ich sagen wollte, es würde mich interessieren, ob ich jetzt der Bushaltestelle auch die alten Bushaltestellen anfahren kann. Jetzt kommt er wieder.
finde ich echt ein bisschen schade. Das habe ich auch schon häufiger gesagt, dass man hier immer auf alles schießt, was sich bewegt. Vielleicht habe ich jetzt hier auch neue Möglichkeiten, Waffen zu kaufen. Weil die Aufträge, da hatte ich ja schon recht viel gemacht. Und vielleicht habe ich jetzt einfach Möglichkeit, noch mehr zu kaufen. Nee, das sieht gewohnt aus. Tja, leider nein. Aber wir können auf jeden Fall mal aufmunitionieren. Schon, dass ich so ein bisschen heiser bin. Ja, und wir nehmen wieder die MAC-10. Als Spezialwaffe hatte ich das Maschinengewehr. Das war... War das jetzt das Pfeilgewehr oder... Ja, das war das Pfeilgewehr. Ach, genau. Ja, da lag der Hund vergraben. Das Scharfschützengewehr konnte ich nur gegen das Sturmgewehr austauschen und nicht gegen eine Spezialwaffe. Was ich ein bisschen schade finde. Aber vielleicht auch nachvollziehbar, dass man sich dann als Spielender gut überlegen muss, wo seine Prioritäten sitzen und sich nicht einfach mit allen Waffen vollladen kann. Und wie Rambo da durchmarschiert. Klettert er auf die Sanddecke drauf. Das war nicht... Das solltest du nicht tun. Nicht durchaus sinnvoll, wenn man sich hinter den Sanddecken versteckt. Noch einer? Oder haust du ab? Keine Munition für mich. Schade. Mal ausprobieren, Probeschießen. Hört sich auf jeden Fall cooler an. Nein! Falscher Knopf. Das hört sich schon so an, als wäre da ein bisschen mehr Wumms hinter.
gucken wir uns erstmal die Stadt ein bisschen an. Guck dir den Arsch an. Hey, schieb ab, hier ist Sperrgebiet. Okay. Hallo. Ah, ja. Das habt ihr auch schön rot markiert auf meiner Karte. Sehr freundlich, nicht einen kleinen Schritt. Du, du, du. Du, du, du. Ja? Ich bin ein ganz normaler Bürger. Warte, reagieren die, wenn ich ziele? Stimmt, ne? Nicht? Schade. Warum nicht? Ich meine, es ist schon nett, dass er die halt in dem Bereich, also der Avatar in dem Bereich, wo er nicht schießen darf, wo das Konsequenzen hat, nicht die ganze Zeit rumzielt. Aber es wäre natürlich noch schöner, wenn die Leute dann darauf reagieren, wenn man auf sie zielt. Das war ja zumindest im dritten Teil so. Und eins der besten Spiele, die es am besten umgesetzt haben, meiner Meinung nach, ist immer noch Gothic gewesen. Und dann direkt angepöbelt wurdest. Genau, her mit dem Zeug. Wenn du mit der Waffe in der Stadt rumgelaufen bist. Zwei Stunden Marsch. Nicht der, ich brauche einen, der sein scheiß Maul halten kann. Vergessen Sie es, mein Problem ist gelöst. Gut, Sie haben es geschafft und Kuasi ist tot. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Schon gehört, Bastion UK hat gepackt und das Land verlassen. 10 Jahre habe ich die Jungs in Angola angeführt und das ist jetzt der Dank. Wir sind auf uns gestellt, um eine Chance zu haben, müssen wir vorausplanen. Ich habe darüber nachgedacht, wahrscheinlich werden sich die Warlords in Boa Seco zusammenschließen. Denn ruht der Konflikt erstmal und Soldaten wie Sie und ich sind gearscht. Die Befehlshaber kommen immer davon. An die Wand gestellt wird nur das Fußvolk, jedes Mal. Wir werden das verhindern. Ihr Freund der Schakal hat ein großes Waffenarsenal auf einer Insel bei Port Selau versteckt. Die Waffen bringen wir in die Stadt und geben sie den Einheimischen unter der Flagge der APR. Dann wird mein Boss wieder ins Spiel eingreifen müssen. Heizen wir das Ganze wieder an. Hey, wir brauchen dieses Geschäft. Captain für Schiff habe ich. Jetzt brauche ich nur noch eine vertrauenswürdige Eskorte. Sind Sie interessiert? Ich verschaffe Ihnen ein Treffen mit dem Boss, Adi Bantuwe. Ja, was bleibt uns anderes übrig? Die Insel heißt Selaka oder so. Kennt ihr die Map? Sehr cool. Ah, da haben wir sie nochmal. Das ist die gleiche, ja, ne? Nicht drauf springen. Ja. Das sieht ja so aus, als ob wir nur ein Viertel der Welt bislang gesehen haben. Ich fotografiere mir das eben einmal ab. Wir sind jetzt hier. Ach, das ist wahrscheinlich die Insel. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles dann zu... Welt gehört, die ich bereisen kann. Wäre natürlich auch irgendwie interessant, wenn es nur wenn es zwar die Gegend darstellt, die aber gar nicht komplett bereist werden kann. Irgendwie ist der Maßstab komisch. Versteh's nicht so ganz. Ich meine, es ist jetzt auch nicht, es hat keine Priorität. Ich ziele jetzt mal mit der Antenne meines Peilgeräts. Die bisherige Map war doch, ging doch von hier oben
Oh Gott. Ja, nee, ich hab's komplett. Das ist nur der Ausschnitt dieser Map. Ich hatte das hier oben fehlinterpretiert mit der Stadt, in der wir vorher waren. Nee. Naja, man soll nicht voreilig sein mit seinen Schlüssen. Wie man hier deutlich wieder sieht. Schade, ich hätte gedacht, dass da irgendwie so eine große Weltmap hängt. Vielleicht können wir auch mal beim Pfarrer vorbeischauen. Vielleicht ist das ja der gleiche. Hat der was für uns? Nö. Okay. Ja, ist auch eine schöne Aussicht. Ah, jetzt muss ich, okay. Muss ich die Story erst machen, die Story, sag ich schon, die Mission erst machen mit dem Frachtkahn-Kapitän, bevor ich bei den Waffenhändlern vorbeischauen kann. Und mich nach neuen Missionen erkundigen kann, um bessere Waffen zu kriegen. Das ist ein ganzes Stück. Ach, ja, Bushaltestelle. Was ist denn das Ding da in der Mitte? Das ist noch eine schöne Stadt, die wir besuchen können. Oh. Ah, es ist ja Wasser, ne? Ui. Ja. Nicht gestorben, das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Andere Leute laufen zum Bus. Manche fahren mit Fahrrad dahin, ich schwimme zum Bus. Ich hoffe, dass ich da ankomme und nicht, dass die Busstation da oben irgendwo ist. Ja, das. Das scheint alles nur lokal zu sein. Da unten ist wieder eine Bar. Vielleicht treffen wieder neue Freunde. Vielleicht hält diesmal die Freundschaft sogar etwas länger.
Ah, von der Seite können wir natürlich auch dahin. Ich gehe erstmal zu der Stadt in der Mitte. War das schon immer so, dass ich speichern konnte nach der Busfahrt? Ich glaube nicht. So, Diamant, wo bist du? Na? Bin ja schon ein bisschen neugierig, wie es da aussieht. Aber da kommen wir bestimmt noch hin. Mache ich doch erstmal das, worauf ich mich vertraglich geeinigt habe. Auf jeden Fall viel mehr Wasser, habe ich das Gefühl. Und neue Musik merke ich gerade. Ach, das ist ein großes Schiff. Ja, das ist ja cool. Da bin ich mal gespannt. Sind Sie die Wache? Ziemlich viele Waffen, die wir nach Porzellau bringen, dank des Lieutenants. Wird bald ziemlich gefährlich hier sein. Sobald wir da sind, müssen Sie Dr. Oboa in der Klinik warnen. Er soll sich auf viele Verwundete einstellen. Als Gefälligkeit. Sobald ich abgeladen habe, verschwinde ich. Ich will ans andere Ufer des Segolosees. Das sollten Sie auch tun. Es ist nicht unser Krieg. Wir müssen los. Gehen Sie an Deck und achten Sie auf andere Boote. Halten Sie sie fern von uns. Woher kenne ich denn die Synchronstimme? Weiß das jemand von euch? Von irgendeinem bekannteren Schauspieler. Ich brauche doch garantiert das Ding, sonst wird es da nicht rumliegen. Okay, fahr los. Das ist aber auch ein größerer Kaliber. Größeres Kaliber. Ey. Und das andere sind Maschinen. Ja. Ups.
Fall. Das explodiert gleich doch auch. Ups. Wow. Oh, warte. Das blöde Boot. Ah. Ah, oh Gott, oh Gott. Es würde mich schon wundern, wenn ich das beim ersten Mal, beim ersten Versuch schaffe. Oh. Was ist das denn? Hm? Von hinten vielleicht? Ah ja. So. Jetzt hier im Schluss mit lustig. Wie zärtlich er das Feuer ausreibt. Nein, nein, nein. Fuck. So, von wo werden wir jetzt denn geschossen? Und tschüss. Hey, ich hab tschüss gesagt. Ja, irgendwo von da kannst du grad. Kann ich nicht mehr heilen. Ah. So, Vorsicht, Zahn, ne.
Fuck. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. So blauäugig, wie ich da rangegangen bin. Mission habe ich schon. Ja. Fuck, 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 fuck. War mir leider sicher, dass ich die schon alle erwischt hätte. Ich muss irgendwie das blöde Boot hier wegbringen. Oh Mann! Das fliegt mir immer um die Ohren. Das ist doch blöd. Ja. Toll, jetzt ist es weg, aber. Das ist doch blöd. Ich könnte es von da oben mit. Diesem Gerätchen wegkriegen. Oder von hier. Ja. Wie zum Teufel kriege ich das denn weg? Es kommt mir immer wieder in die Schusslinie und das ist nicht gut. Ich probiere es jetzt einmal. Lebst noch, schade.
Aha, ja, schön, dass ich... hier ist Munition, gut zu wissen. Toll, dass ich meine verlässliche AK eingetauscht habe. Nein! Oh Mann! Von da schießt du doch irgendwo, ne? Wow. Meine Armbrust könnte jetzt gut gebrauchen. Vielleicht irre ich mich, aber ich habe noch nicht so den Eindruck, dass das Gewehr wesentlich... Oh, fuck it, ey. Und wo schießt der denn? Da vorne irgendwo. Ja, schieß doch. Was ist das denn? Achso, ein Blatt. Oh, oh. Da wurde meine Munition getroffen. Ein nettes Detail, was da eingebaut wurde, aber oh Mann. Jetzt fahr einfach weg hier. Keine Munition mehr, beziehungsweise wenig. Thank you.
gibt's doch nicht, ey. Kaum habe ich den fertig repariert, schießt er wieder da drauf und ich sehe ihn einfach nicht, wo der herkommt. Der sitzt da vorne irgendwo. Da. Wir sind fast da. Gott im Himmel. So, was wurde aktualisiert? Klinik gehen. Ach so, okay. Ja. Ich doch hier. Ich dachte, mit der Insel wäre diese anderen Inseln gemeint. Es wäre doch schön, wenn ich hier speichern könnte. Okay. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch den Diamanten holen. Wieder auf einem Turm versteckt, nachdem der letzte auch auf einem Turm versteckt war.
Noch ein Diamant. Ist hier schon länger stationiert? Dünn. Hab Elefanten gesehen? Nö, aber ich bin mal in Elefantenscheiße getreten. Kennst du Jerry? Werde mit der Kamera aufmacht. Da werde ich mal Elefantenscheiße gegessen. Hey, Mann, was los? Egal, ob das kommt. Ich jedenfalls hatte meinen Spaß. Harald hat mir erzählt, er hat versucht, eine Gazelle mit seiner Pistole abzuknallen. Was ist passiert? Sein Gesicht sieht aus wie ein Pavian-Arsch. Diese neue Munition aus Moldawien hat den Lauf zerfetzt. Tja, in seiner Praxis je weniger. Ist der Dreck, den wir in Bosnien hatten? Was ist mit seinem Auge? Dann ist voll wach. Den auf. So, speichern. Ja. Moin, moin. Hallo? Okay, dann nicht. Brauchen Sie ärztliche Hilfe? Ah, niemand ist gegen Malaria immun. Ganz egal, wo er herkommt. Ich bin Obua, der einzige Arzt hier. Aber deshalb sind Sie nicht hier. Tut mir leid, wir sehen hier so viele ausländische Söldner. Gott, selbst diese Waffenruhe war zu viel verlangt. Sie haben uns wenigstens gewarnt. Vielleicht urteile ich etwas schnell. Sir, ich möchte Ihnen helfen. Sie wissen, dass es kaum Medikamente gibt. Aber es gibt noch mehr Altruisten wie Sie. Kommen Sie wieder, wenn es ruhig ist, dann stelle ich Sie Ihnen gerne vor. Es gibt einen Weg, um Sie zu kriegen. Kommen Sie wieder. Ja. Sie werden erschossen. Gehen Sie hinten raus. Dort sind Sie schlechter zu sehen. Ball flach halten. Komme ich denn hier nicht raus? Schade. Hä? Lass mich einfach durch. Ach, neuer Versuch. Ist doch schade, dass es vielleicht über die Dächer. Oh ja. Ich fühle mich sehr klug. Folgt mir jemand? Ey, ihr habt andere Probleme. Kanonenboote verfolgen mich. Kommen Sie her, schnell! Wie? Ist hier vielleicht ein Schiff? Ein Boot? Ich laufe doch jetzt nicht wieder zurück.
Dann muss ich da wohl durch den Wachposten. Mal selber helfen. Hab ich den getroffen? Das wird ja ganz wunderbar, wenn wir da sind. Und die letzte Speichermöglichkeit war in der Stadt. Bitte sei einfach ein leeres Boot. Vielleicht liegt ja auch noch ein Safehouse auf dem Weg. Es liegt nicht wirklich auf dem Weg. Und da ist ein Steg davor. Da wird es bestimmt Stress geben. Oh Mann. Von wo? Okay, sieht relativ ruhig aus. Ey. Ja.
Augen aufmachen hätte auch gereicht. Oh nein. Nein, nein, nein. Es ist über dem Berg. Hahaha. Das ist natürlich blöd. Gut, hätte man auf der Karte auch klar erkennen können. Ist das von einem Auto? Ja. Was ist denn hier? Schon von da vorne? Da, das ist näher. Nehme ich. Ah, doch, der Weg müsste da doch eigentlich hinführen. Sieht doch schön aus. Ist mir sonst gar nicht aufgefallen, dass das so schöne Textur ist. Beziehungsweise ist ja gar nicht eine Textur, oder? Nee, das ist modelliert. Ja, hübsch. Hübsche Palme. Wenn man das jetzt mit dem Baum hier vergleicht. Hier auch echt keine vernünftigen Waffen liegen. So, bei wie viel Prozent sind wir schon? 46. Ist gar keine Munition. Schade.
Ach, das war die Bushaltestelle. Ach, kannst du machen. Oh, komm schon. Oh Gott, Himmel. So, Kinder, spielt nicht mit rostigen Waffen. Was hast du dir so gedacht? Oh Mann! Trügerische Sicherheit. Wo ist er? Blöd, Mann. Oh. Das hat nicht funktioniert. Hey. Geschafft. Mist, Soldaten beider Gruppen haben auf mich geschossen. Sie sind wohl auf diese Aktion mit der falschen Flagge reingefallen. Ich versenke jetzt diesen wertlosen Karren. Vielleicht kann ich mir ja hier was anderes aufbauen. Kommen Sie später nochmal wieder. So. Ah, neue Freunde. Hakim. Dann inspiziere ich mal die Bar. Bis zum... Dann will man gemütlich in die Bar gehen. Nee, nee. Was denn? Hm.
Oh Gott, der lebt noch. War ich wohl nicht gründlich genug. So. Dann speichere ich mal und ich überlege mir diesmal mal, ob ich irgendwas habe, was ich im Fazit erwähnen kann oder nicht. Falls nicht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Fazit Folge 8. Wie ich in dieser Folge wieder feststellen durfte, sind Waffen mit geringer Haltbarkeit, also Waffen, deren Wahrscheinlichkeit für Ladehemmung und Waffensprengungen erhöht ist, durch ihr äußeres rostiges Erscheinungsbild markiert. Technisch gesprochen wird eine mögliche Einschränkung eines spielerischen Elements durch dessen grafische Darstellung markiert. Die Markierung, ich nenne sie jetzt einfach mal Rost, der Rost steht ja für das Konzept oder die Eigenschaft Haltbarkeit. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass Ladehemmung und Waffensprengung, also wenn spielerische Möglichkeiten eingeschränkt werden, dass das nicht markiert wird. Der Rost ermöglicht es aber, diese Einschränkung spielbar zu machen. Ich werde immer noch von jeder Einschränkung überrascht, zumal ja nicht rostige Waffen auch blockieren oder explodieren können, aber gerade durch den Rost, durch die Markierung, wird die Haltbarkeit, also die bloße Wahrscheinlichkeit der Einschränkung, zu einem spielerischen Element, das Einfluss auf die Entscheidung der SpielerInnen hat. Und damit verabschiede ich mich, sage tschüss, danke fürs Zuschauen, kommentieren, liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal.